Ich möchte, dass du zu mir ins Bett kommst und unter die Bettdecke kriechst. Es soll dunkel sein wie in einem richtigen Schlafzimmer und wir müssen leise sein. Du kannst deine kalten Füße an mir wärmen und mich auch streicheln. Das Thema war natürlich in den Medien auch in den letzten 10 Jahren in Österreich ja omnipräsent. Also ich glaube, dass man da schon sehr sensibilisiert wurde. Aber der Ausgangspunkt für die Geschichte war ein Projekt an der Berliner Charité, das 2005 gegründet wurde, wo pädophil geneigten Menschen Therapie geboten wird, bevor sie zu Tätern werden. Also es ist ein Präventionsprojekt und der Drehbuchautor Thomas Reider ist auf das Projekt gestoßen. Und das war so mehr oder weniger die Inspiration für die Geschichte. Also das sind Menschen, die in der Regel sogar darunter leiden, also die aus moralischen Gründen sagen, sie wollen dieser Neigung nicht nachgehen und wollen sie nicht ausleben und wollen eben nicht zu Tätern werden. Und dort begegnet man ihnen auf Augenhöhe, dort werden sie halt nicht verurteilt für die Fantasien, die sie haben, und das ist so dieser therapeutische Ansatz. Deine Streichelungen sollen sanft sein und unsicher. Ich werde auch ganz sanft zu dir sein und vorsichtig. Ich möchte, dass du ihn in den Mund nimmst. Es wird nicht lange dauern. Ich muss ehrlich auch sagen, mir war das gar nicht bewusst, dass es Menschen gibt, dass ein Pädophiler war für mich ein Missbrauchstäter, und dass es Menschen gibt, die sagen, sie wollen das nicht ausleben. Papa? Ich möchte, dass du neben mir liegst und zum Einschlafen Musik hörst. Ich werde wach bleiben und dich anschauen. Ich will mein ganzes Leben vergessen, als ob es nur uns zwei geben würde. Letzten Endes ist die Pädophilie ist ja nur ein Motiv, zu einem Täter zu werden, also bisozial zu werden, hat ja mit mehreren Dingen zu tun. Es ist eigentlich eine moralische, ethische Frage. Und die Fantasie ist ja ein Motiv von vielen, denke ich. Dann möchte ich, dass du mich beschimpfst. Du kannst dir alles ausdenken. Es kann auch ganz schlimm sein. Aber dann tröstest du mich und umarmst mich.